Hey, hallo Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um Tag B meines neuen Trainingsplans, meines neuen Zweiersplits. Im ersten Tag, Tag A, hatten wir ja bereits Rücken und Schultern und dann Tag B ist entsprechend Beine und Brust und dann natürlich auch noch Trizeps und Bauch. Die müssen auch irgendwo untergebracht werden, aber die kommen zum Schluss noch mit jeweils einer Übung dran. Aber fangen wir erstmal an. Hier erstmal wichtig, in Rot die beiden Grundübungen, die Grundübung Squats für Beine und die Grundübung Bankdrücken für die Brust. Wieder 5 Sätze mit 5, 3 oder 10 Wiederholungen, deswegen die 5 in grün markiert. Squats wieder richtig schwere Übung, deswegen bis zu 7 Minuten Pause zwischen den Sätzen, um wirklich maximales Gewicht in jedem Satz bewegen zu können. Danach direkt Waden, weil halt einfach die direkt daneben stehen. Habe mir gedacht, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Waden ist keine Übung, also ich mache dann Wadenheben im Sitzen, die wirklich so krass auf den ganzen Körper geht. Ich verliere nicht so viel Energie und eher ist es eher sozusagen ausruhend, dass ich mich sozusagen danach dann auf das Bankdrücken wieder konzentrieren kann, was wieder schwer wird mit 5 Sätzen und entsprechend 5, 3 oder 10 Wiederholungen. Und dann auch 3 bis 5 Minuten, um maximales Gewicht zu bewegen zu können. Aber generell ist Bankdrücken ja ein bisschen leichter als Squats und deswegen braucht man da meistens nicht so viel, also eher höchstens 5 Minuten Pause. Danach finde ich persönlich, kommt hier der Hypertrophie-Teil, einfach um noch Muskeln aufzubauen, neben der Kraft, die wir mit den Grundübungen haben, sind Cable Flies. Also ich finde die richtig gut, ich spüre die richtig gut in der Brust, deswegen 3x10, ganz Standard, 2 Minuten Pause. Danach habe ich noch Dips reingenommen, weil also ich finde Dips persönlich eine super Übung. Vielleicht, wenn ich das irgendwann umstelle, nehme ich die auch noch früher mit ran und dann auch mit Ketten oder mit Zusatzgewichten. Weil also Dips ist halt eine der natürlichsten Bewegungen, weil der Körper ist ja sozusagen darauf ausgelegt, sich irgendwie irgendwo hoch zu drücken, irgendwo hoch zu klettern und da ist halt eben Dips ahmt halt diese Bewegung nach und das halt geht sowohl sehr gut auf die Brust als auch halt auf den Trizeps dann und deswegen habe ich das auch ausgewählt, weil Trizeps bei mir auch noch eine Schwachstelle ist und deswegen wollte ich halt unbedingt nochmal eine Brustübung drin haben, die sich halt auch speziell, die halt auch stark auf den Trizeps geht. Nachdem ich halt Cable Flies dann, der kein Trizeps dabei ist, musste dann halt entsprechend eine Übung rein, die ein bisschen stärker auf den Trizeps geht. Und dann direkt danach habe ich auch nochmal Trizeps hingeschrieben. Ich mache da meistens Pushdowns am Kabelzug, also so. Auch wieder Standard 3x10, 1 bis 2 Minuten Pause. Danach kommt halt eine Übung für den Bauch, die Crunches. An der Negativbank mache ich da meistens. Ja, 3x15, weil es ist einfach, das ist eine simple Bewegung. Man klemmt sich einfach rein, macht da seine Crunches und kriegt da einen guten Reiz in seine Bauchmuskeln. Ja, und ganz zum Schluss kommt dann natürlich nochmal eine Übung für den Quadrizeps, Leg Extensions. Das habe ich jetzt einfach aus zweierlei Gründen dahin getan. Einerseits ist es natürlich so, würde ich es direkt nach den Squats machen, dann wäre ich ein bisschen zu K.O. für Benchpress. Und andererseits ist es so, dass das Studio, in dem ich trainiere, so gestaltet ist, dass das alles irgendwie so nah beieinander ist und das ist dann aber relativ weit weg in der Nähe der Umkleiden wieder. Das heißt, wenn ich dann das gemacht habe und auf dem Weg bin zu den Umkleiden, dann mache ich nochmal Leg Extensions und ja, das relativ schwer mache ich das sogar gerne. Also deswegen 3 Minuten Pause, 3x10 nehme ich dann den ganzen Block und ja, weiß nicht, mache ich einfach gerne. Ich trainiere gerne schwer, deswegen nehme ich mir zum Schluss dann nochmal die Zeit, um richtig schön schwer Leg Extensions zu machen. So, das war es erstmal mit Tag B meines Trainingsplans. Das war's dann erstmal. Ciao.